Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Es ist wieder Sonntag, 8.15 Uhr, das heißt ein neues Video von mir. Und heute wollen wir uns mal einem ganz kurzen, knappen Thema widmen, und zwar die Aussaat von Exoten. Heute in diesem Fall werden wir aussäen Erdnüsse und Zwergpalmen. Zwei Sachen, die im Garten sehr, sehr speziell sind hier in Deutschland, aber die meiner Meinung nach auf jeden Fall mal zu den Versuchen im Garten, zu den Experimenten in der Gartensaison dazugehören. Und deswegen zeige ich euch heute mal, wie ich Erdnüsse und Palmen aussähe, was da alles bei zu beachten ist. Und ja, ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! Ja, ihr seht hier als erstes schon diesen Kokos-Humus-Ziegel. Das sind Kokosfasern, und ich habe mir sagen lassen, dass Erdnüsse und auch die Palmen in so einem Substrat am besten wachsen. Steht auch hinten auf der Saatgutpackung drauf, deswegen habe ich mir gedacht, die alten Kokos-Humus-Ziegel, die ich hier noch rumliegen habe, die werden auf jeden Fall jetzt bei der Aussaat mal wieder aufgeweicht. Wo wir gerade von Aufweichen reden, das gleiche machen wir nämlich dann auch mit den Erdnüssen und später dann auch mit den Palmen. Diese sollten vorher ein bisschen eingeweicht werden, nicht zu lange. Bei mir sind es immer so 1 bis 3 Stunden, damit die einfach so ein bisschen aktiviert werden und ja, damit die ein bisschen schneller keimen. Ob es was hilft, ich weiß es nicht, aber bei mir hat es bisher immer ganz gut geklappt. Und dann bereiten wir natürlich auch das aufgelöste Kokosfasersubstrat vor. 4 Liter heißes Wasser kommt auf einen so einen Kokosfaserblock, und dann kühlt das Ganze auf. Die Erde ist dann erst noch so warm, deswegen seht ihr hier, wie wir das Ganze noch ein bisschen abstehen lassen, damit natürlich die Erde abkühlt und nicht direkt nasse Samen in warme Erde kommen. Das kann nicht lange gut gehen, dann kann auch sein, dass die Erdnüsse ziemlich direkt wegschimmeln. Und das wollen wir natürlich nicht. Dann haben wir hier die Zwergpalmen, und zwar so Saatgut von Sperli, hatte ich letztes Jahr schon bekommen. Habe ich im letzten Jahr aber nicht ausgesät. Jetzt habe ich mir gedacht, dieses Jahr muss es auf jeden Fall dabei sein. Und deswegen ist die Zwergpalme auch auf jeden Fall dabei. Aussaat steht hier 8 bis 24 Wochen. Das ist natürlich echt super lang. Und dann werden wir wahrscheinlich mit der ganzen Anzucht schon nach draußen gewandert sein. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es auch hier mit den Palmen. Da seht ihr gerade so ein Palmen-Saatgutkorn, beziehungsweise ein Palmenkern, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Wie es mit denen weitergeht, das werdet ihr bei mir hauptsächlich auf Instagram sehen, aber natürlich auch in weiteren Videos in diesem Jahr. Deswegen jetzt auf jeden Fall mal auf Abonnieren drücken, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Das Ganze ist kostenlos, und wir sehen uns jeden Sonntag um 8.15 Uhr mit einem neuen Video. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Die eingeweichten Erdnüsse, die suche ich jetzt hier mal raus. Im Hintergrund seht ihr auch schon, die Palme habe ich gleich mit einweichen lassen. Ups, das ist eine Palme, die kommt wieder zurück ins Wasser. Und ja, die Erdnüsse werden erstmal auf dem Kokosubstrat verteilt. Insgesamt, ja, habe ich auf jeder Seite jetzt 8 Stück. Und dann werden die ganz einfach mit so einem Eisstiel runtergedrückt. Kleines Loch wird gemacht. Dann kommt ein bisschen Kokosubstrat wieder drüber. Am Ende kommt gleich noch mehr Kokosubstrat drüber, aber diese Erdnüsse müssen erstmal verdeckt sein. Und wundert euch nicht, die Erdnüsse werden sich quasi hochdrücken beim Keimen. Der erste Keim, der da rauskommt, ist wirklich sehr dick, und die Erdnüsse wird nach oben gehen und quasi aufplatzen. Daraus entsteht dann die Erdnuss, und ich habe das jetzt 2, 3 Jahre gemacht. Das kann sein, dass sehr viele Erdnüsse nicht kommen, deswegen immer großzügig aussehen. Ich denke mal, von den 16 Stück, die ich hier ausgesät habe, werden wohl 8 Stück keimen, und die Pflanzen werde ich bekommen. Und bin schon ganz gespannt, wie die in diesem Jahr dann bei mir im Garten, im neuen Garten, wachsen werden. Ja, hier haben wir jetzt noch eine Schale mit Substrat vorbereitet, auch wieder dieses Kokosfasersubstrat. Hatte ich ein paar Jahre lang mal, hat ganz gut geklappt, gerade bei Exoten. Bei Gemüse ist es jetzt nicht so ganz mein Fall, da bleibe ich dann doch bei der aromatischen Anzuchterde. Habe euch wie in jedem Anzuchtvideo all das, was ich für die Anzucht benutze, natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, und wenn das für euch interessant ist, dann holt euch die Sachen auch für euren Garten. Hier seht ihr, wie wir das Ganze machen, und freue mich immer, wenn die ganzen Zuschauer von mir das natürlich auch nachmachen und mir davon Bilder schicken. Freut mich immer sehr, wenn ich hiermit ein paar Leute inspiriere. Hier das gleiche Spiel, kleines Loch machen, Palmenkörner rein, und schon ist das Ganze fertig. Die Palmen sind ausgesät, und nun kann das Ganze unter das LED-Licht. Wir haben viele LED-Lichter, auch da eine kleine Auflistung, welche für euch empfehlenswert sind, in der Videobeschreibung. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, ist es doch eigentlich ziemlich einfach. Wir nehmen einfach eine Schale, da kommt ein bisschen Kokosfasersubstrat rein, und dann kann das Ganze auch schon losgehen. Optimale Keimtemperaturen sind bei beiden Sachen recht hoch. Erdnüsse keimen auf jeden Fall bei 20 Grad, das ist gar kein Problem, aber für die Palmen, da solltet ihr dann doch ein bisschen
ja, mehr Grad in eurem Anzugraum, in eurem Anzugkeller haben. Ganz einfach sind auch Zimmergewächshäuser, könnt ihr super nehmen oder ihr spannt eine Frischhaltefolie über diese Schale, denn dann bleibt die Luftfeuchtigkeit und die Wärme darin ein bisschen höher. Kann ich euch für die Palmen auf jeden Fall empfehlen. Ja, hier ganz einfach nehmen wir so Nudelholz und kleines, um die Erde dann so ein bisschen gleichmäßig anzudrücken. Dadurch liegen die Samenkörner gleich, die werden ziemlich gleich dann auch keim. Und natürlich auch das Gießwasser wird gleichmäßig verteilt und ihr habt nicht so trockene Stellen. Das ist ganz optimal. Hier unsere Chilis, die sind mittlerweile schon gekeimt. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Findet ihr jetzt hier in der Endkarte, genauso wie den Abonnieren-Button. Würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Denn dann geht es bald auch raus in den Garten. Wir werden nach und nach mehr Gartenvideos machen. Wir werden bald fräsen, den Boden vorbereiten, Gartenhütte bauen und so weiter. Und dann geht es auch schon los mit den Aussaaten. Viel Spaß, bis demnächst und ciao.